Jo Leute, was geht? Und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Runde Let's Play COC. Und heute haben wir kein spezielles Motto vor oder irgendwas, denn wir wollen heute einfach mal ein bisschen reden über Clash of Clans. Ja. Und einfach mal alles wieder ein bisschen machen und so. Ein paar Leute besuchen, beziehungsweise ein paar viele Leute noch besuchen. Und ja. Ja, irgendwie einen neuen Clankrieg am Laufen. Clan YouTube gegen Hashtag Pünktchen Pünktchen. Fox Pünktchen Pünktchen Hashtag. Der Clan kommt aus Brasilien, ist stärker als wir. Hat schon 113 gewonnen, Clankrieg ist Level 4. Das wird richtig schwer, aber ich kann mir vorstellen, wir können es schaffen, denn wir schauen auf den letzten Clankrieg. Warte, Leute. Vorher. Warte. Muss ich kurz. So, ja. Hab kurz meine Außenzahnspange rausgemacht. Da sind wir schon beim ersten Thema, Leute. Und zwar habe ich heute eine Zahnspange bekommen. Tat eigentlich nicht weh, aber das Problem ist, jetzt im Nachhinein fängt es langsam an, weh zu tun. Dazu noch so eine Außenzahnspange. Ich habe jetzt eine feste Zahnspange und eine Außenzahnspange. Naja. Ist halt eigentlich relativ scheiße, man muss sich immer dran gewöhnen. Und naja, das so nebenbei. Und ja, ein paar Leute ist vielleicht direkt am Anfang aufgefallen, dass ich ein bisschen komisch geredet habe. Oder jetzt vielleicht ein bisschen komisch rede, da ich mich immer ein bisschen an die Zahlen schon mal gewöhnen muss und so. Ist am Anfang immer ein bisschen komisch. Und naja, jetzt wollen wir wirklich mal konzentrieren sich auf Clash of Clans, Leute. Kleine Info nebenbei. Wie gesagt, wird so eine Lava-Folge. Wir schauen hier mal auf den Clan-Krieg. Den letzten Clan-Krieg haben wir gewonnen gegen den Clan Salatsoße. Ist ein deutscher Clan. Schöne Grüße, wenn jemand zuguckt. Ich sag jetzt nicht. Ach komm, nett. Ich sag jetzt, dass wenn jemand zuguckt, nur weil es könnte sein, denn. In der Clan-Beschreibung steht ja bla bla bla, im Clan sein YouTuber, der heißt Heiko LP. Also mein YouTube-Name. Deswegen könnte vielleicht jemand aus dem Gegner-Clan zugucken. Wenn jemand aus dem Gegner-Clan zuguckt, dann schreibt mal bitte in die Kommentare, würde mich interessieren. Ich glaube zwar nicht, dass einer zuguckt, aber wir werden es sehen. Schreibt einfach mal rein. So. Salatsoße, du bist mindestens 35 oder das 8. Pokale. Unbefördert. Unbefördert betteln, rausfliegen aktiv, bla bla bla, 100 Truppensaison, bla bla bla, kam Montag, Donnerstag. Viel Spaß in dem Clan Salatsoße. Ja, das ist der Gegner-Clan. Hat Spaß gemacht, der Gegner-Clan war. Wir hatten waren von, also der Gegner-Clan tut mir ein bisschen leid schon, weil unsere Dörfer waren viel besser als vom Gegner-Clan. Der Gegner-Clan hatte viel schlechtere Dörfer als wir. Und wir haben jetzt schön alles geplättet, bis auf die ersten drei. Deswegen bin ich auch zuversichtlich, dass wir den aktuellen Clan-Krieg schaffen. Das läuft doch, Jungs. Ja, wir machen halt beide Goldlager nach oben. König wird auf Level 5 gebracht. Das ist doch mal was Geiles. Heilzauber hier wird hochgemacht auf das Level. Ja. 4. Und Tesla wird auf Level 3 gebracht, der eine. Jo, dann läuft das. Das ist schon wieder unsere. Alle Bauarbeiter sind beschäftigt. Ich lasse, glaube ich, meinen Clan-Dings-Bonus hier in der Burg drin. Und da wir mal kurz mit Besuchen anfangen, der erste, den wir besuchen möchten. Oder der besucht werden. Möchte ist der liebe Halsbrecher. Alter Mann, das nervt mal ein bisschen mit der Zahnspange beim Reden. So, was hätten wir hier? X-Bogen Level 1, Rathaus Level 9, logischerweise. Also, du bist gewascht. Kann ich gewascht sagen? Ja, gewascht, doch, ja, eigentlich gewascht. Bogenschütze Level 7, Verrat Level 9, Kanonen Level 9. X-Bogen, ja gut, du baust auf jeden Fall als nächstes den zweiten X-Bogen bauen. Das ist ganz wichtig. Ja, du bist eigentlich gewascht, mal. Oh, Level 3, ja. Eindeutig gewascht, das heißt, sorry, das soll jetzt nichts gegen dich oder so sein, keine Ahnung. Also, ich meine, das soll nichts gegen dich sein, du wirst schon bestimmt, verstehst das bestimmt. Mauern sind auch noch ein bisschen niedrig, aber da kann ich ja Mauern, kann ich mich nicht beklagen. Schaut mein Dorf an. Tesla noch alle Level 1 oder Tesla, ja, Tesla noch alle Level 1. Nicht besonders gut, eher gewascht, da hat es noch einer. Na, du müsstest eigentlich jetzt Rasse 8 erst sein. Und die Tesla habe ich am Anfang auch nicht hochgemacht. Aber mache ich jetzt auch, weil ich merke, das bringt's. Also mach die Tesla hoch. So, als nächstes kommt der Benny. PvP. Achso, eine Nachricht an dich, Timbabo, wenn du zuguckst, du hast aus dem Clan rausgeworfen.
Es musste sein. Es haben sich Leute beschwert sogar. Es musste echt sein. Es haben sich die Leute im Chat beschwert, aber hier prallt privat halt, Facebook, alles mögliche, was halt gibt. Haben sich Leute beschwert bei mir, dass du mit deinem Spendenverhältnis, weil Tim Barbo, du hattest 0 gespendet und 370 erhalten. Da hatte ich einen anderen rausgeworfen. Ich wollte dann verwarnen gehen, aber die anderen haben mich echt beschwert. Da hatte ich einen anderen rausgeworfen, habe ich ja nichts mehr gemacht. Sorry. Echt sorry. War einfach. Tim Barbo, deine Spendenverhältnisse waren nicht okay, es ging nicht. Ich hätte dich gern drin behalten. Du, weiß ich nicht. Kann ich mal unter dem Video zu äußern oder so, weiß ich nicht. Ich hoffe, du bist jetzt nicht böse, aber du musst es echt verstehen, wenn du zuguckst. Und ja, hier der Bot spricht, ich weiß nicht, wie man, sorry, ich weiß nicht genau, wie ich das ausspreche, aber ich Boss, glaube ich. Egal, sorry. Auf jeden Fall, spende du auf jeden Fall mehr. Leute, ich sag euch nur, ich werfe irgendwann echt wieder raus. Jetzt beschwert sich nachher noch Tim Bauer, weil die anderen noch drin sind. Aber du hast hier wirklich 370 zu 0. Giant Luca spricht, wenn ich glaube ich aus, du wolltest auch noch besucht werden. Du musst auch auf jeden Fall mehr spenden, sonst muss ich dich degradieren oder irgendwann rauswerfen, irgendwas. Das geht nicht anders. Das geht echt nicht anders. Das kann ich nicht machen. So, kurz durchstreichen. Tut mir echt leid. So, wir müssen jetzt noch ein bisschen sputen, denn ich wollte euch noch was machen. So, Rathaus Level 8. Gewascht bist du eher. Also Tesla hoch. Luftabwehren finde ich sehr wichtig. Also würde ich auch noch hoch machen, die eigentlich auf Level 4 vielleicht bringen. Also, als nächstes die Tesla vielleicht. Teslas. Vielleicht auch den König mal auf 5, dann mal den Zünden, das ist auch nicht. Aua. Und das ist auch nicht gerade schlecht. Und ja, sonst eigentlich ganz okay. Ja, Mauern sind eigentlich auch ganz korrekt. Ja, Leute, tut mir echt leid, ich muss jetzt echt schneller machen. Mauern waren gar nicht, ja, doch. Nein. Ich muss jetzt echt schneller machen, denn ich möchte noch was gleich machen. Oh, der nächste heißt Pinkchen. Benny PvP, ja, Spendenverhältnisse sind auch okay. Benny PvP. Rathaus Level 7. Luftabwehren interessieren dich anscheinend gar nicht so richtig. Du hast mich eine draußen, steht die eine drin. Level 2. Nächstes am besten Luftabwehr reinstellen. Erstmal, ich finde Luftabwehren sehr wichtig. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Sage ich zwar jeden Fall, dass ich Luftabwehren sehr wichtig finde. Die Level 3 machen vielleicht. Ja, sonst ist glaube ich ganz okay. Mag ich schon Level 2 und 1. Den auf Level 2 auf jeden Fall machen. Luftabwehr würde ich machen, vielleicht hoch machen. Hey lol, ich dachte nur, Weihnachtsbaum bekommst du gar nicht. Ich dachte, du bekommst nur so Rathaus 10 an diesem Weihnachtsbaum. Habe ich jetzt gar keinen Plan. Da habe ich jetzt gar keinen Plan. Die Base vielleicht mit einem Umbaminen, wir fahren mehr rein. Weiß ich nicht, vielleicht sage ich auch gerade was Falsches. Und du bist gerade frisch Rathaus 7 oder so. Ja. Machen wir den nächsten. Übrigens, wenn ich habe jetzt alle aufgeschrieben, die ich besuchen soll, die ihr mir genannt habt. Wenn ich irgendeinen vergessen habe, dann daran erinnert mich nochmal dran. Schreibt bei diesem Video in die Kommentare, wenn ich euch vergessen habe zu besuchen. Ich bin nicht sicher, ob ich irgendeinen übersehen habe. Das soll nicht heißen, dass ich dann irgendwie absichtlich euch nicht besuche, dass ich euch nicht mag, irgendwas. Nein, dann habe ich euch übersehen. Deswegen schreibt da nochmal rein. Danny. XX, Danny, XX, Rathaus Level 8. Starke, sehr starke Mauern. Generell sehr starkes Dorf. Oh mein Gott, das ist echt ein geiles Rathaus. Level 8 Dorf, nimmst du auf jeden Fall ein Beispiel. Oh, da könnte ich mir echt auch mal ein Beispiel. Da könnte ich mir echt eine Scheibe von abschneiden. Das ist ein krasses Dorf. Gar nicht gewascht. Also nicht gewascht, das soll natürlich ironisch gemeint sein. Er ist nicht gewascht. Hat doch gerade mega viel Loot. Krass. Leute, Beispiel. Alle so wie eine liebe XX Danny XX. Denn das ist echt ein krasses, richtig, richtig krasses Dorf. Großes Lob an dich. So, der nächste ist der Dwalin, ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. Du bist eigentlich schon rausgegangen. Es tut mir leid, Leute, wenn ich manchmal ein bisschen komisch rede, denn, naja. Ihr wisst, Zahnspange ist scheiße. Oh, so, ich konnte jetzt nicht sehen, dass der Dwali hier im Clan ist. Vielleicht habe ich übersehen, aber eigentlich nicht. So wie ich sehe, bist du nicht in dem Clan. Givani. Till und Givani. Jetzt schaue ich mir zwei Leute gleichzeitig, weil ich glaube, es gibt beide nämlich nicht. Ich hoffe, ich übersehe keinen, das wäre sonst wieder ein bisschen scheiße. Till. Trollololololo. Beide nicht im Clan, Till und
Giovanni oder so. Ich habe dich jetzt schon durchgestrichen, deswegen kann ich den Namen mal richtig lesen. Giovanni, glaube ich. Ich kann es ja kaum noch lesen, aber ich habe ja schon durchgestrichen den Namen. Also, dann der nächste wäre der Boss. Und noch ein Cichasso oder so. Leute, tut mir leid, ich habe gerade alles ein bisschen undeutsch geschrieben. Cichasso, glaube ich, mit Z am Anfang. Das weiß ich nur. Den meine ich hier, den hier meine ich. Den meine ich so. Du wolltest auch besucht werden. Und noch der liebe Boss und dann noch jemand aus dem anderen fremden Clan. Wenn die Folge ein bisschen länger geht, dann tut es mir natürlich. Das ist natürlich nicht so gut. Wir schauen schnell drauf. Ratschläge 8, auch ein gutes Vorbild für alle Leute eigentlich. Als nächstes vielleicht noch die letzte Luftwaffe hier hoch machen. Dann ist die auch auf Level 6. Und den König, keine Ahnung. Na, das laber ich. Tesla noch hoch. Ja, Tesla noch hoch. Vielleicht die letzte Mauer noch auf Level 8. Dann hast du echt. Dann sage ich das gleiche wie am Danny XX, Danny XX. Dann hast du. So. Der nächste wäre der letzte. Der liebe Boss. Der Boss, der Boss. Der Boss. Und dann noch jemand aus dem anderen Clan. Ratslevel 7. Tesla vielleicht noch ein bisschen hoch machen, das heißt eigentlich überall. Mauern sind eigentlich okay. Rest würde ich sagen, ist okay. Kurzer Besuch beim lieben Boss. Und der letzte, den wir besuchen werden heute. Eigentlich nur so eine Besuchsfolge. Ah, 2. U, glaube ich, oder 0, was auch immer. O, J, 9. Komm schon, 9. Q, L. Ach, fuck you. So, die. Gollums 2.0. Jo, nicer Scheiß. Das Mitglied in dem Clan heißt Walle. Walle, Walle, Walle. Hier ist der Walle. Oh, viele Truppen gespendet. Walle, der war früher mal in meinem Clan. Da hieß er noch MC-Expert. Ja. Starkes Dorf. Level 8. Kann ich nicht dran meckern. Wieder so ein schönes, richtig vorbildliches Rathaus Level 8 Dorf. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Daumen hoch, geil. Ja, ist gut, ist gut. So, das waren alle Dörfer, die wir besucht haben. Das beste Dorf hatte der liebe Danny. Danach kommt der Boss. Ne, keine Ahnung. Ich wollte gerade so zufällig einfach noch was einbauen. Zum Spaß. Wer das beste Dorf hatte. Platz 3, Platz 2 und so. Aber mir fällt mir ein, wer auch noch gut war. Egal, auf jeden Fall das beste Dorf hatte heute Danny. Ich möchte die anderen Boys auch nicht irgendwie. Jo Leute, nochmal ganz kurz zurück, wie versprochen, und ja, ich bin hier in dem Clan Salazusse und ihr wisst Bescheid, Leute, das war unser letzter Gegner-Clan. Ja, ich habe mir kurz ein bisschen geredet hier, diese Clan, habe mir ein bisschen geredet und habe gesagt, ja, mit dem Clan-Krieg, ich wollte jetzt, ich war schon ein bisschen, ich weiß nicht, es war schon ein bisschen provokant von mir, aber zum Glück wurde ich nicht rausgeworfen, sage ich mal, denn ich bin ganz freundlich, warte. Leute, cooler CW, hat Spaß gemacht, schade das für euch, sorry, aber wir wollten beide gewinnen, sorry. Ich habe extra ein paar Mal sorry geschrieben, nachher hätten mich rausgeworfen, weil sowas ist natürlich ein bisschen provokant immer, wenn ich sowas schreibe. Und ja, ja, das ist der schöne Clan hier. Die beiden habe ich auch nochmal gefragt, ist okay, weil das hier alle im Video so sind, halt, ich habe ja den Clan gezeigt und so. Und naja, ich wollte halt einfach mal. Ich finde das immer cool, wenn ein deutscher Gegner das mal nachher nochmal in den Clan rüber geht, mit denen redet. Ich habe auch nochmal gefragt mit dem CW, ob die das auch unfair fanden. Ich gebe im Nachhinein zu, hier Kriegslog. Ich habe es nicht so viel gezeigt davon, aber wir waren überlegen, denn wir hatten 4 Rathaus 9er, 5 Rathaus 9er. Die hatten. Sie sind alle schon platt. Sind schon alle platt gemacht. Die hatten auf jeden Fall nur 4, glaube ich, 4 Rathaus 9, also viel, ich weiß, oder 5, und wir hatten, ich bin total durcheinander, die hatten 4, wir hatten 5, und die hatten 2 Rathaus 7, da wir hatten 1 Rathaus 7, also viel, ich das weiß, in Erinnerung habe. Auf jeden Fall war es unfair. Und, naja, das haben wir mit denen auch besprochen und so. Finde ich halt immer ganz cool, rüber zu gehen, da mit denen zu reden, ganz freundlich zu sein und so weiter und so fort, Leute.
Ja, freue mich auf jeden Fall, dass Sie mich mal hier aufgenommen haben. Ganz nett und freundlich. Ja. Ich habe hier die beiden gefragt, den Anführer, den Vizeanführer, ob es okay wäre, dass ich das hier nochmal aufnehme und so weiter und so fort. Und ja, Leute, ich würde sagen, dann beenden wir auch die Folge. Schöne Grüße, wenn ihr zugucken solltet. Jetzt habe ich ja mit euch geredet, wisst ihr, wie ich heiße auf YouTube und so weiter. Deswegen glaube ich dann auch von euch eher zuguckt. Und ja, schöne Grüße an euch aus dem kleinen Salatsoße. Ich hoffe, ihr werdet auch noch viel gewinnen. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns morgen wieder bei Let's Play. Achso, was ich noch sagen muss. Ich habe gerade eben, wie ihr vielleicht gesehen habt, war so ein komischer. Habe ich das rausgeschnitten? Das war ein bisschen komisch, oder? Da kam ich eine hier so eine private Nachricht rein. Bei mir ist immer so, dass die Nachrichten direkt oben hier aufblitzen. Und ich war halt privat, müsst ihr echt verstehen. Und deswegen musste ich das leider rausschneiden. Jetzt beende ich die Folge. Wenn es euch gefallen hat, drückt dann nach oben. Und macht's gut. Ciao, ciao.